Und dann Moinsen zum Rewards-Video, zum Bundesliga-Team of the Season, oder, ne, ich kann es direkt vorwegnehmen. Ich habe gejoked, Silber 1, also 13, 17 geholt, ganz, 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 ganz großes Kino. Weiß gar nicht, ob ich überhaupt garantiert bin, einzuziehen aus der portugiesischen Liga, keine Ahnung. Aus der Bundesliga natürlich, aus der portugiesischen ziehe ich auf jeden Fall ein. Aber ich meine, wenn ich mich richtig informiert habe, dass ich einen ziehen kann aus der Bundesliga, bin halt nicht garantiert, aber ich kann immer noch einen ziehen und auch keine Limitierung im Rating. Das kommt, glaube ich, erst ab Silber 2, dass man da irgendwie nur, glaube ich, maximal 88 ziehen kann. Dazu wie immer die Rivals Rewards, also die zwei Tradable Packs davon. Ja, Teams blende ich euch beide hier ein, weil ich die jetzt nicht mehr habe. Da, ich glaube, wir am Ende Top 3 verschiedene Teams. Es lief einfach nicht. Diese WL war anders. Also diese WL war wirklich ganz, ganz anders. Also ich habe noch nie so ein Bullshit gespielt wie dieses Wochenende. Das war ganz schlimm. Es wird von Woche zu Woche schlimmer. Anfang Premier League war, ja, Premier League war noch in Ordnung. La Liga auch noch in Ordnung. Und jetzt das Bundesliga oder La Liga war auch schon, wurde schon AIDSig und beim letzten Spiel gerade noch so das Gold 3 geholt. Und jetzt das letzte, die Weekend League zur Bundesliga war. Die war anders. Die war ganz, ganz wild. Also wirklich, die war. Pässe, das war der helle Wahnsinn. Also ich hoffe sehr, dass diese Weekend League besser wird. Wie ihr seht, bin in Ansbach, wieder zurück, da wo ich auch studiere. Ich blende jetzt mal die Teams ein, die wir ziehen können. Schaue ich nach links. Das sind die Portugiesen. Ja, nicht verkehrt. Und bei den Portugiesen muss ich auch sagen, zeige ich euch gleich, habe ich schon eine SBC gemacht. Also habe ich gar nichts dagegen, dass ich irgendwie zum Beispiel linke Seite, also LM, ZM und linker Stürmer, Portugiesen baue. Vielleicht mache ich auch noch das garantierte Pack, keine Ahnung, aber in dem Video auf jeden Fall nicht. Kommt gerade darauf an, was ich jetzt hier ziehe nachher in den Rewards. Ja. So, dieser Gabriel kann ich mir vorstellen einzubauen mit einem geilen Link zum Vinicius vorne, auch wenn er leider nur 3-3 hat. Also gibt es schon ganz gute. In Telles war natürlich auch fett, aber ich habe da ja schon eigentlich auf links jemanden, also brauche ich da eigentlich nichts auf LV und RV. Bundesliga-Team eingeblendet. Ne? Würde mich schon wundern oder würde mich schon sehr freuen, wenn ich da einen ziehen würde aus den Rewards. Ein Serdar, ein Hinteregger, ist mir wirklich egal. Niederlechner habe ich schon gespielt, habe ja gesehen im Team. Der war so meh. Sonst sind ja schon einige Kracher dabei. Lewandowski natürlich, Haaland, der jetzt auch tatsächlich 4 Sterne schwerer Fuß bekommen hat, auch das Upgrade, wie Vardy bekommen hat. Sancho, Kimmich, also da gibt es schon ganz, ganz wilde. Aber ich sage, gehen wir hier schon hin. Hier im Team sehen wir schon so eine halbe Idee quasi. Hier eben mit dem Gabriel, mit dem Vinicius. Hinten dann, weil der Stegentorz war wirklich krank. Also der war nicht das Problem im Tor, der war krank. Und Longley dann, und den und Havi habe ich gemacht, das SBC, glaube 50k oder sowas gekostet. Der krank andere Werte. Du denkst so 97 Pace, jo, ist schon echt geil, 87 Schuss, nice, kann man spielen. Dann guckst du, dass der 97 Abschluss hat. Der Typ hat 97 Abschluss. Also, unnormal. Kranke Ausdauer, 4-4. Der könnte richtig krass sein. Noch quasi ein Upgrade zu Simon, den ich wahrscheinlich dann irgendwie nach der Liga A, nach dem Liga A Team of the Season wahrscheinlich irgendwie einbauen werde oder halt kaufen werde, mal den Simon Tots zum Beispiel und gucken, wie sich der so spielt. Und dann holen wir die Foot Champions Rewards raus. Ich mache jetzt hier quasi so eine Art One-Taker draus, weil es einfach ein relativ unspektakuläres Video sein soll, plus ne, auch nicht die riesen Aufrufzahlen macht. Oder halt, das ist kein großes Kriterium, aber es schauen sich halt nicht so viele an. Dann brauche ich da auch, bin ja ganz ehrlich zu euch, nicht einen riesen Aufwand draus machen. Ganz einfach. Und da ist die eine Spielerwahl. Vielleicht haben wir wenigstens ausgeglichen und irgendwie in den Packs mal ein bisschen mehr Glück als davor. Keine Ahnung. Jetzt können wir jetzt an Packs anders haben. Ich glaube, wir haben 10k weniger bekommen oder so. Vielleicht ist das Silber 1 auch overpowered. Wir gucken hin, wir schauen rein, wir ziehen die Spielerwahl, gucken, ob irgendwas kommt. Oh, Sommer, Radetzky, Paulinho. Naja, da fühle ich ja eigentlich keinen von denen so richtig, weil ich ja eigentlich, oder, weil ich ja eigentlich gerne einen Ter Stegen spielen wollte wieder. Aber ein Sommer ist halt relativ klein, hat aber ein geiles Rating. Radetzky. Ich glaube, Radetzky kann gar nicht mal so verkehrt sein, aber wen stelle ich denn dann die Innenverteidigung, wenn der ganze Spaß hier auf Chemie kommt? Bei Gladbach hätte ich einen Ginter-Tots. Tatsächlich, ich glaube, ich nehme den Sommer mit und versuche es mal mit dem Sommer im Tor. Bin schon zufrieden, dass überhaupt ein Bulli-Tots da drin war.
versuch's mir im Sommer und stell da dann Ginter hin, weil Ginter war auch overpowered oder was heißt overpowered, aber der war echt nicht verkehrt, hatte ich auch dann gespielt gehabt. Und dann nehme ich den Sommer mit. Vielleicht ist der ja, keine Ahnung, ist er relativ kleiner, vielleicht ist der ja, keine Ahnung, mit Reflexen und so krass am Start, keine Ahnung. Gucken, wie sich der spielen lässt, aber 94er Keeper, zur Not gebe ich dann halt irgendwann meine SBC ab. Da bin ich definitiv dabei. Sehr schöne Sache. Zwei Bullies und einer aus dem aus dem Liga Nostots, also heißt auch wieder eigentlich nichts. Quasi der schlechtere Rang. Und dann machen wir jetzt hier die vier Packs noch schnell durch, auch One-Taker-mäßig, und den Ginter kann ich da echt hinstellen eigentlich. Dann spielen wir dann Sommer und einen Ginter. Und, normales Ding, aber immerhin schon mal was fürs Rating am Start. Ich packe die jetzt einfach mal alle auf die Transfer-List. Alle hoch mit euch. Der Sommer ist tatsächlich auf 78k wert. Also mal gucken, vielleicht ist das ja so ein kleiner, wuseliger Overpowder-Keeper. Und wenn nicht, wenn ich merke, er ist komplett Schrott, dann stelle ich da wieder meinen Ter Stegen hin. Gibt es hier irgendwie einen großen Unterschied? Keine Ahnung, machen wir mal das hier zuerst. Vielleicht ziehen wir ja sogar was Geiles. Wär ich ja dabei. Da ist aber auf jeden Fall schon mal nichts drin. Mit Sommer bin ich aber wirklich mehr oder minder zufrieden. Dann kann ich auch nach vorne ganz gechillt Liga NOS bauen. Vielleicht mache ich noch das Liga NOS garantierte Pack. Schauen wir mal. Eigentlich würde es ja fast sogar Sinn machen. Nachdem ich jetzt ja eh keinen Rewards genommen habe, würde es ja eigentlich sogar Sinn machen. Vielleicht ziehe ich ja dann diesen Gabriel zum Beispiel daraus. Das wäre eigentlich ganz, ganz nice. Und ziehen wir hier was raus. Aber auch wieder immerhin quasi nicht komplett reingeschissen, sondern wieder ein bisschen was an Rating. Dieses wunderschön hässliche Kartendesign von diesen komischen argentinischen Liga und alles. Also mit dem Kartendesign, wie gesagt, ich glaube, es wurde auch schon mal gesagt, haben sie echt einen abgeschossen. Also wir haben echt geile Designs drin, aber das für dieses Conmebol sieht da echt komplett kacke aus. So, letztes noch, Megapack. Gucken wir mal, ob wir da noch was draus ziehen. Vielleicht. Nee. Aber immerhin, wir hatten drei von vier Packs. Ibrahimovic, das ist Rating. Tadic auch, die gehen vielleicht für ein bisschen was weg. Und noch für ein bisschen mehr weg als die anderen davor. Also da bin ich absolut dabei. Bin ich absolut dabei. Alle auf die Transferliste drauf geballert. Zack, 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 zack. So. Und dann gehen wir noch zusammen uns für FUT Champions registrieren. Das ist ja, zumindest hat das noch funktioniert, dass ich die 2000 Punkte habe. Weil die kriegt man ja ab Silber 1. Immerhin das. Zugang jetzt einlösen. Let's go. Wir sind am Start. Wieder Spaß haben in der Weekend League. Ich hoffe, es läuft besser. Kommt ja vermutlich das Serie A Team of the Season raus. Ich hoffe, es läuft besser. Dann haben wir die grobe Idee hier. Dann können wir das noch eben kurz machen. Dann ist es echt eine Idee wert, mal den Sommer auszutesten. Einfach auch mehr Wert, höheres Rating für irgendwelche SBCs, als jetzt ein Radetzky gewesen wäre. Rein theoretisch kann ich jetzt auch immer noch die letzten TOTS Rewards quasi da noch mit reinstellen. Und dann hier nach vorne irgendwas bauen. Aber eigentlich wird hier wahrscheinlich auf rechts dann Bundesliga-Action sein mit der Witzel-SBC-Karte. Vielleicht auch wieder zurückformen, ist wieder quasi zurückgebaut auf ZM, gucken wir mal. Wahrscheinlich die beiden Positionen fehlen dann eigentlich noch. Dann kann ich eigentlich so spielen. Oder ich gucke, ob ich da vorne was anderes reinkriege, weil er halt leider 3 Sterne, 3 Sterne hat. Sonst hat er geile Werte, aber er hat leider 3 Sterne, 3 Sterne. Weiß nicht. Und dann würde ich sagen, bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt gerne eure Rewards drunter, eure Ränge rein. Ich hoffe, dass ich jetzt dieses Wochenende besser reinhauen werde als letztes Wochenende. Vielleicht mal wieder mein Gold 3 hole oder auch mal Gold 2 aus dem Nichts. Wer weiß, vielleicht ist der Fokus hier größer, keine Ahnung. Nicht vergessen, jetzt geht ja gerade wieder Bundesliga und alles los. Streams gibt es zu den Spielen und alles, meine Trailer, Stream-Ankündigung. Gerade geht es wieder ordentlich ab hier mit Content. Das alles abchecken, dann bedanke ich mich zum zweiten Mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.